So, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wie gesagt, wir haben Iron Keep in der letzten Folge abgeschlossen und machen uns jetzt auf den Weg. Ich sollte den scheiß Ring mal kurz ablegen hier, bevor mich einer invaden tutet. So. Ich bin im Rattenalt, ne? Also heißt, die Mobs hier werden mir nichts tun. Was auch verflucht gut ist. Da unten seht ihr Equip, da drüben ist ein bisschen Equip. Ich habe ein paar Sachen bekommen. Ich habe gerade eben noch ein kleines bisschen PvP gemacht hier. Einfach mal Leute beschworen und ja, mal gucken. Wollte ein paar Sachen testen, dies und jenes. Wurde aber relativ schnell langweilig, da ich irgendwie immer wieder den gleichen hatte. Ich glaube, ich hatte, abgesehen von dem Typen, den habe ich, ich glaube, 5-mal reingekriegt, und also ungefähr 7 Matches hatte ich und 2 andere. Und den Typ, den ich 5-mal hatte, fast jedes Mal hat er disconnected. Und ja, wurde wie gesagt ein bisschen langweilig, und deswegen, ja, da ich sowieso gerade auf Ashley bin, habe ich mir gesagt, machen wir weiter. Und ich finde es ganz gut. Also einmal finde ich gut, dass wir hier oben starten. Das habe ich mir mit Absicht so ausgedacht. Den Boss haben wir hier auch schon gelegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hier echt geil gemacht. Ups. Ich weiß nicht, mir gefällt das hier irgendwie. Ich finde es cool. Kann man garantiert auch irgendwie ein geiles Bild oder sowas machen. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, gut, dass ich hier oben starte. Weil dann komme ich nämlich direkt hier raus. Und zwar an den ganzen Gegnern vorbei. Was mir persönlich recht sein soll. Da ich das Gebiet hier auf New Game Plus 4, glaube ich, hochgezogen habe. Vielleicht New Game Plus 5. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ein bisschen hoch. also sagen wir es mal so. Der eine Mastodon, der unten steht. Also jetzt nicht hier, aber das da ist sein Bruder. Einer von den Typen hat den Typen, der immer wieder disconnected hat. Ich hatte das Gebiet zuerst auf New Game Plus 2 und dann habe ich es hochgezogen auf 4 oder 5. Das Viech hat den getushottet. Fand ich persönlich sehr lustig. Aber naja, ne? Ich beschwere mich nicht. So, hier ist Gavlans letzte Stelle, wo wir ihn antreffen, und hier bleibt er auch. Make deal with Gavlan. Was ich persönlich ziemlich cool finde, weil jetzt können wir bei ihm unendlich Giftpfeile kaufen. Na, stock ich gerade mal auf, wenn ich schon da bin. Unendliches Giftmoos, unendlich giftige Wurfmesser und auch unendlich faules Harz. Alles sehr praktisch. Gift, wie ihr wisst, sehr stark in Dark Souls 2. Und ja, immer wieder gut, wenn man ein bisschen giftiges Moos dabei hat. Oder auch giftige Wurfmesser, um den Gegner ein bisschen auf Trab zu halten und so eine Scherze. So. Die kann ich verkaufen, die brauche ich nicht. Genauso wenig wie den Müll. Brauche ich sonst noch was? Nö. Alles klar. Also wie gesagt, hier bleibt Gavlan jetzt und hier kriegt ihr eure Giftpfeile und alles, was mit Gift zu tun hat, sag ich mal. Oh scheiße, ist das hier jetzt auch hochgezogen? Gehört das hier noch dazu? Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. So, ich probiere noch was anderes. Yep, das ist auch hochgezogen. Fuck. Gut zu wissen. Oh Mann. Und für diejenigen, die sich wundern, ich habe Ashley einmal mehr geändert.
Rüstungsmäßig. Und zwar, ja. Das ist so ziemlich meine Rüstung. Oder meine Hauptrüstungskombi aus Dark Souls 1 auf meinem, eigentlich fast meinem Main PvP-Char. Da hatte ich auch immer Onion-Helm. Wie heißt es? Schäbig? Ja, schäbiges Gewand. Havels Arm und Beinschienen, die ich später mit den DLC Arm und Beinschienen von den Wächtern ausgetauscht habe. Haben mir persönlich besser gefallen vom Look her mit denen, aber da es die hier nicht gibt, muss ich ein bisschen umdenken, aber ja, ne? Kein Problem. Gehe ich lieber auf Nummer sicher. So, Blut holen. Ja, ich habe es definitiv hochgezogen. Und tschüss. Na komm. Boah, ganz knapp. Huhu. Nur lässt dir nichts Gutes fallen. Oh. Naja. Wir machen uns jetzt hier erstmal weiter auf die... Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Naja. Sagen wir es mal so, mein Problem soll es nicht sein, so als Rattengeist. Oder das heißt als Ratten-Covenant-Member. Soll mir das relativ Jacke sein. Weil hier muss ich sowieso nie wieder durch. So. Zum Glück ist da oben gleich ein neues Gebiet. Ansonsten hätte ich vielleicht doch ein kleines Problemchen. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Jetzt kommen wir in die Lichtsteinbucht Zeldora. Ja, hier sind wir auch schon. Und ja, hier ein paar verbrennende Farmer. Ich denke mal, dass es Farmer sind. Aber ansonsten leider nicht viel zu sehen. Was vielleicht von Interesse ist. Die kleinen Schweinchen, die da sind. Was macht hier die Geräusche? Holy shit! Den wollte ich euch... die zwei wollte ich euch eigentlich zeigen. Die tauchen nur im New Game Plus auf. Und sind elende Drecksviecher. Ja, ist klar. Ja, zum Glück sind die nicht hochgezogen. Ansonsten hätte ich vielleicht echt ein ziemliches Problem gerade. Aber ich habe nicht gedacht, dass die schon so eine weite Agro-Range haben. Vorne scheinen die gepanzert zu sein. Interessant. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Puh. Naja, wenigstens haben wir das überlebt. Jesus Christ. Elende Fickviecher. Und ich glaube, die respawnen auch nicht. Farmer sollte man aber acht geben, die können noch sehr, sehr böse zuhauen. Allgemein sollte man auf Gegner aufpassen mit leuchtenden Waffen.
Ach, und du bleibst da einfach stehen. Ist okay. Ist okay. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das gerade irgendwie sehr interessant. Okay, weiter geht's. Oh, ich habe meine Notifications nicht ausgestellt. Das ändere ich doch mal ganz kurz. So. Entschuldigung. Wieder pure Professionalität am Werk. Na komm, geh kaputt. Spiel sagt, geh kaputt, Mann. So, nichts läuft wie es soll. So, aber wenn ich schon mal hier bin, dann zeige ich auch einiges oder ein bisschen was, was man so zeigen kann. Und zwar, hier kann man anscheinend ganz leicht mit einem Jump Attack reinhüpfen. Yep. Dann findet man hier drei Weihwasserurnen, die leider nicht mehr so overpowered sind, wie sie es mal waren. Ich meine, ja, sie waren leicht genug auszuweichen und etliche Scherze, aber ich sag mal, für ein geworfenes Item waren die schon verflucht stark. Also, das muss man schon mal so sagen, ne? Für ein geworfenes Item 350 Damage und das auf einem Full-Havel-Typen ist, ja, krass meiner Meinung nach. Also ich meine, ich habe mich nie beschwert, ich habe die Teile auch benutzt, ich fand sie cool, aber ja, FromSoft war anscheinend irgendwie der Meinung, dass die zu sehr abused werden im PvP. Was teilweise auch durchaus der Fall war. Und jetzt kann man damit nur noch Gegner angreifen, die hollow sind. Ach, halt die Klappe! Navi, ohne Witz! Entschuldigung, Leute, das war mein Handy, für den Fall, dass ihr das gehört habt. Damit kann man nur noch Hollows angreifen, so hier diese Farmer. Yo, Buddy. What's up? Also das waren jetzt 405 Damage. Das waren 495. Also, na? Weihwasserurnen waren nicht zu unterschätzen. Und wurden sehr, sehr gerne im PvP benutzt. Wie gesagt. Wissen wahrscheinlich die meisten von euch sowieso. Aber damit kann man jetzt seit dem neuesten Patch nur noch Gegner angreifen, die selber hollow sind, also in der Hüllenform. Also du musst mindestens einmal gestorben sein, dass du die gegen den Gegner anwenden kannst. Was halt? Das ist auch falsch ausgedrückt. So, weg. Also angenommen, ich sterb jetzt. Dann werde ich ja so hässlich und grün und ja, keine Ahnung warum grün, aber halt keine Hautfarbe mehr und ja, alles doof. So,
die Weibersohren funktionieren im PvP nur noch gegen einen Host, der in dem Sinne grün ist. Also der mindestens einmal in seiner Welt gestorben ist und kein Menschenbild benutzt hat. Und gegen normale Gegner halt, die naja, das gleiche durchgemacht haben, sag ich mal. Die auch als Hollows rumrennen. Warte mal. Du gehst da rein, durch eine Tür. Ach stimmt, du kommst an der Seite von dem Ding raus. Ja. Ich hab grad gedacht, hä? Und zwar, wir laufen jetzt da runter. Dann durch so ein kleines Tunnelsystem. Dann kommen wir in der Seite hier hinten von der Kirche raus. Und da ist der nächste Boss. Will ich gerade mal so ein bisschen zeigen. Da unten die Lichtsteine. Nicht runterfallen, Todeszone. Auch wenn es da so ein bisschen so aussieht, als könnte man drauf laufen. Aber nein, leider nicht. Obwohl, mit einem Glitch würde das, glaube ich, sogar gehen. Ich brauche den Parry Dagger. Tschüss, Mann. Oh, voll ins Gesicht. Böse. Ja, komm du mal her. Dich brauche ich gerade. Obwohl, du kannst sehr, sehr weh tun. Na, fuck. Verkackt. Dann lock ich mal einen anderen. Kann ich eine Fackel parieren? Wenn ich das Timing raus habe, ja. Ach, komm schon. Meine Fresse. Also geht doch. Ich hab das mit dem Timing nicht raus mit dem. Ich weiß nicht. Also für diejenigen, die sich gerade wundern, was um Himmels Willen ich hier gerade probiere und tue und mache. Nein, fuck. Ich probiere hier gerade zu glitschen. Vielleicht Anfang nächster Folge. So, jetzt möchte ich aber gerade mal irgendwas, was stärker ist. Jetzt meine jetzige Waffe. Ich schätze, das muss reichen. Sekunde kurz. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nur die Ruhe. Nur so Ruhe. Und zwar, hier kann man für den Final Boss des Gebiets schon mal ein bisschen Schaden machen. Aber auch nur New Game Plus. Weil da kommt das hässliche Viech nämlich hier hoch. Was machst du? Komm her. Der Schaden bleibt erhalten im Bossfight. Autsch. Yes, das war wieder du Fickviech. Ja, ist klar. Drecksvieh. Ich weiß, warum ich Spinnen hasse. Ist eklig. Gut. Zweimal schön gefailt in dem Part. Gefällt mir gut. Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge, Freunde.
Nochmal kurz zu dem Boss. Wie gesagt, der Boss taucht nur im New Game Plus auf. Also an der Stelle jetzt. Und ihr habt die Möglichkeit, dem Boss, ich glaube, 30 bis 45 Sekunden so viel Schaden zuzufügen wie möglich, bevor er sich wieder verkriecht. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, das Viech zu töten, bevor es wieder runtergeht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich müsste es mal probieren, irgendwann mal. Ohne dabei selber drauf zu gehen. Ja, aber ihr könnt dem Viech so viel Schaden machen, wie ihr wollt. Das bleibt komplett erhalten, bis ihr runtergeht, das erste Mal in den Bossfight. Dann wisst ihr Bescheid. So, ich verabschiede mich. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Wenn es wieder heißt, Prepare to Fail. Stay frosty, stay awesome. Bis zum nächsten Mal und ciao.